Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder mit einem Video am Start. So wie jeden Tag eigentlich. Erstmal, es kam Einladung. Hab eine bekommen für. Okay, die Zeit stimmt gerade nicht. Ich habe die Zeit vorgespult. Also wundert euch nicht wegen 8.30 Uhr am Abend. Also 20.30 Uhr. Das stimmt halt vollkommen gar nicht. Hab die Zeit vorgespult, weil ich meinen Galaxo abholen will. Aber Einladung kam raus für Freitag. Ich habe meine um 13 Uhr. Richtige Zeit. Ja, bei mir da in der Arbeit, also ist kein Problem. Haben wir gut getriggert dort. Und ja, Glückwunsch an alle, die einen bekommen haben. Viel Erfolg dann am Freitag. Aber wie gesagt, oh mein Gott, mein Pikachu. Jemand hat meinen Pikachu gekickt. Ich hole mir jetzt die Quest ab, damit ich mir ein Galaxo abholen kann. Aber egal, hier. So, ein Gras-Pokémon entwickeln. Dann kommt, glaube ich, diese Samenfeldforschungsbelohnung. Ich brauche noch einen Shiggy. Weil ich noch eine Quest habe vom C-Day. So. Schreibt unten in die Kommentare natürlich, wie gut euer Galaxo war. Und natürlich, ob ihr eine Einladung bekommen habt. Aber jetzt holen wir erstmal unser Galaxo ab. Also erstmal holen wir uns unser Bisasam ab. Oder auch nicht. Es ist wie immer mal irgendwie hängen geblieben. Da oben ist irgendwie das Zeichen noch. Egal. Solange es beim Galaxo nicht hängen bleibt. Und los geht's. Ich habe wieder vergessen, was 100 ist. Es ist auf jeden Fall nicht 1404. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Er ist auch nicht mal annähernd, also. Der ist ziemlich schlecht. Und. Nicht wegschicken, weil man kann ihn ja vertauschen und vielleicht kriegt der ihn bekommt, einen guten. Erster Fang des Tages, wie gesagt, ich habe die Zeit vorgespult. So. Recheck. KP strong, ja. Nee, danke. Naja. Hoffentlich beim nächsten Mal mehr Glück. Aber eine kurze kleine Info habe ich noch. Und zwar wurden ein paar neue Pokémon im Code endlich entdeckt. Und zwar sind das eigentlich so die meisten der jetzt noch fehlenden, nicht legendären, aber auch ein paar legendäre am Start. Und zwar sind die richtig interessant. Celebi, Deoxys, Jirachi. Ich werde schon die ganze Zeit gefragt, wie lange ich noch glaube, dass Mewtwo X-Rate bleibt, X-Rate Boss und was als nächstes kommt. Und die meisten sind sich ziemlich sicher oder haben die Vermutung, dass der nächste X-Rate Boss Deoxys sein wird. Was halt eigentlich ziemlich gut passt. Und ja, jetzt ist er im Code mit seinen verschiedenen Formen. Hier könnt ihr sehen, habe ich hier eingeblendet, vier verschiedene Formate. Ich kenne mich mit dem Spiel jetzt nicht so gut aus, also mit dem Originalspiel, Gameboy-Spiel, was das mit diesen vier Formen auf sich hat und wie sich Niantic das gedacht hat, überlegt hat, wie sie diese vier Formen ins Spiel einbringen wollen. Wir lassen uns überraschen und dann noch die anderen Sachen. Und die sind momentan nicht im Spiel, weil die eben im Originalspiel irgendeine besondere Fähigkeit haben oder irgendeine besondere Attacke, die halt bisher schwer umzusetzen war. Und zum Beispiel dieser eine Käfer da mit dem Heiligenschein, das ist von dem anderen Käfer die Hülle. Also ihr wisst ja, Käfer und sowas und Kokons. Und das ist eigentlich der Kokon von diesem einen Käfer, wenn er sich zu dem anderen entwickelt. Und im Spiel hat er anscheinend irgendwie nur ein KP. Und ja, das ist halt schwer umzusetzen in Pokémon Go. Und dann halt noch so andere Sachen wie Farbigel. Der kann zum Beispiel irgendeine Attacke, Nachahmer oder Kopierer oder irgendwas kopieren. Der Kollege Pokelux hat dazu ein Video gemacht. Das habe ich mal vor längerer Zeit, bevor ich ihn kannte, entdeckt und fand ich ganz gut. Wird unten verlinkt, checkt das nochmal ab. Der erklärt dann nochmal zu jedem Pokémon ungefähr, wieso es noch nicht im Spiel ist. Und die Pokémon, die jetzt da gefunden wurden, im Code von diesen Charles, das sind nicht mal alle, die noch fehlen. Zum Beispiel jetzt von Gen 3 Höhenregion fehlt immer noch dieses Chamäleon. Der kann auch irgendwas Besonderes. Und dieser eine Typ, dieser kleine Panda oder Bär, was auch immer, mit den verschiedenen Fragezeichen an seinem Körper. Und da, das weiß ich, ist die Besonderheit, dass jeder von denen einzigartig ist. Also der ist immer einzigartig, weil die Fragezeichen aus seinem Körper immer in anderen Positionen sind. Und ja, das kann Niantic auch nicht so irgendwie einführen, dass dann jedes von denen einzigartig ist. Und dementsprechend ist er wahrscheinlich auch noch nicht da. Und dann haben wir noch Celebi. Wird ja jetzt im Juli beim GoFest kommen und dann irgendwann später bei uns allen weltweit. Und Jirachi. Keine Ahnung, was mit Jirachi ist. Lassen wir uns überraschen. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie gesagt,
ob ihr eine Einladung bekommen habt, wie gut euer Galaxo ist und ja, ob ihr glaubt, dass Deoxys der nächste X-Raid-Boss sein wird. Das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt Pokélux ein Video ab. Dann wisst ihr mehr, wieso die Pokémon erst jetzt kommen. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop übrigens. Neue Preise. Lohnt sich vorbeizuschauen. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.